So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterbrechen unsere Mittagspause und treten wieder ein in die Beratungen. Das bedeutet, dass wir jetzt mit frischer Kraft eintreten in den Tagesordnungspunkt 5. Ich darf nun zu den Vereidigungen bzw. zu dem Hinweis auf den bereits geleisteten Eid kommen und begrüße ganz herzlich zunächst in unserer Mitte den Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen, Prof. Roman Poseck. Herzlich willkommen, Herr Prof. Poseck. Ich begrüße mit ebenso großer Freude natürlich die Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs, Frau Prof. Saxowski. Herzlich willkommen, Frau Prof. Saxowski. Ich heiße die Landesanwältin Frau Prof. Böhm herzlich willkommen. Und natürlich auch die stellvertretende Landesanwältin Frau Christiane Luizides herzlich willkommen. Und ich begrüße die richterlichen Mitglieder Frau Michaela Kilian Bock, Herrn Prof. Lothar Fischer, Herrn Dr. Wilhelm Wolf, Herrn Dirk Liebermann und Herrn Jürgen Gasper. Herzlich willkommen. Und natürlich gilt das auch für die gewählten nichtrichterlichen Mitglieder Herrn Prof. Detterbeck, Herrn Gerhard Böhme, Herrn Dr. Falk und Herrn Ulrich Fachinger. Herzlich willkommen auch an Sie. Und, meine Damen und Herren, es ist mir eine wirklich ganz besonders große Freude, dass ich zwei ehemalige Mitglieder des Staatsgerichtshofs in unserer Mitte begrüßen darf, Herrn Staatsminister AD Rupert von Plotnitz und Herrn Paul Leo Czarny. Seien Sie ebenfalls herzlich willkommen. Gestatten Sie mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich zu Herrn von Plotnitz und zu Herrn Czarny zwei Daten nenne. Herr von Plotnitz war vom 5. Juni 2003 bis zum 2. April 2019 als nichtrichterliches Mitglied im Staatsgerichtshof tätig und Herr Czarny seit 10. Oktober 1995 stellvertretendes nichtrichterliches Mitglied und ab dem 9. Dezember 1998 mit einer kleinen Unterbrechung nichtrichterliches Mitglied bis 2. April 2019. Und wenn Sie sich diese Zeitspanne vor Augen führen, dann können Sie die Mitwirkung der beiden Persönlichkeiten im Staatsgerichtshof erahnen. Und von daher betone ich es noch einmal ausdrücklich. Es ist uns allen eine große Freude, Sie heute bei diesem und auch das will ich sagen, feierlichen Anlass in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Und wenn Sie mir trotz aller zeitlicher Bedrängungen, in denen ein Landtag sich immer befindet, doch erlauben, aus Anlass dieser Vereidigung, das ist ja ein besonderer Anlass der Mitglieder des Staatsgerichtshofs, ein paar Sätze zu diesem besonderen Verfassungsorgan auch noch zu sagen, dann will ich trotzdem eines nicht versäumen. Ihnen beiden, die Sie in dieser langen Zeit natürlich, und ich glaube, das ist nicht überhöht, wenn man das so formuliert, natürlich auch hessische Verfassungsgeschichte geschrieben haben, den Dank des gesamten Hessischen Landtages und damit der ersten Gewalt in diesem Land ausdrücklich auszudrücken. Und wenn wir mit großer Ehrfurcht immer vom Staatsgerichtshof reden, dann sind es tatsächlich natürlich die Menschen, die ihn zusammensetzen. Es sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die allerdings um den besten Weg ringen und die insbesondere eins tun miteinander, nämlich sie haben Gemeinsamkeiten, sie verbinden Gemeinsamkeiten. Das ist der Einsatz für die freiheitlich-demokratische Verfassung, das ist der Dienst am Recht und es ist natürlich auch der Mut, auch einmal eine unbequeme Entscheidung zu treffen. Und es ist ein Wesensgehalt unserer Verfassung, dieses immerwährende Spannungsverhältnis zwischen Macht und Recht am Ende immer zugunsten des Rechtes zu entscheiden, daran immer wieder aufs Neue zu erinnern. Das ist die wichtigste Aufgabe von Richtern wie Ihnen und Sie,
Beide, lieber Herr von Plotnitz, lieber Herr Czarny, haben das, auch das, glaube ich, kann man so deutlich und ausdrücklich hervorheben, haben das in wirklich vorbildlicher Weise und damit natürlich auch zum Wohle unseres Landes getan. Und dafür sind wir Ihnen dankbar und zu Dank verpflichtet. Herzlichen Dank für diese Tätigkeit. Ja, und wenn das höchste hessische Gericht heute hier bei uns im Hessischen Landtag ist, dann will ich schon auch die Gelegenheit nutzen, unter einer Überschrift, unter der Überschrift wertschätzender Umgang der Verfassungsorgane, einige, versprochen wenige Bemerkungen zum Verhältnis der Organe dieses Landes zueinander zu machen. Der Staatsgerichtshof hat eine bedeutende Rolle für die Demokratie in Hessen. Sie ist bei ihrem Jubiläumsakt mehrfach betont worden, und die Gewaltenteilung ist natürlich eine wesentliche Säule des demokratischen Rechtsstaats. Sie ist das zentrale Element zum Schutz und auch für die Stabilität unserer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und der Staatsgerichtshof und der Hessische Landtag stehen natürlich in einem ganz besonderen Verhältnis zueinander. Beide sind sie Hüter des Rechtsstaates. Aber auch das sage ich sehr deutlich, die Wächteraufgabe kommt in liberalen Verfassungsstaaten natürlich immer beiden Gewalten zu, Verfassungsgerichten und Parlamenten. Und dennoch ist der Staatsgerichtshof ja so ein bisschen etwas wie ein Gewissen für uns, unser Gewissen. Denn alleine durch die Tatsache seines Bestehens wird der Gesetzgeber, und das gilt ganz unabhängig von seiner eigenen Verantwortung, immer wieder besonders angehalten, nachzuprüfen, ob seine Beschlüsse verfassungskonform sind. Und wir können von Glück sagen, dass verfassungswidriges staatliches Handeln keineswegs an der Tagesordnung, sondern eher die Ausnahme ist. Entscheidend ist, das glaube ich jedenfalls, allerdings etwas ganz anderes, nämlich, dass Gesetzgeber und Regierung wissen, unser hessisches Landesverfassungsgericht scheut vor Entscheidungen mit unangenehmen, manchmal auch weitreichenden Konsequenzen nicht zurück. Und dort, wo Sie Fehlentwicklungen und Korrekturbedarf sehen, ziehen Sie ja klare Grenzen. Und das haben Sie in der Vergangenheit immer wieder getan, dankenswerterweise immer wieder getan. Daneben, und das sage ich natürlich hier in diesem Parlament besonders gerne, haben Sie auch immer wieder die Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung betont und diese Balance zwischen Legislative und Exekutive unter sich immer wieder verändernden Regierungen, aber auch sich immer wieder verändernden politisch-praktischen Bedingungen ganz neu geschaffen. Das alles führt im Ergebnis dazu, dass schon die bloße Existenz des Verfassungsgerichts eine Art, wenn ich das so sagen darf, Verfassungsprävention entfaltet, die die staatlichen Organe dazu veranlasst, die Verfassung eben nicht nur als einen Rahmen, als einen bloßen Orientierungsrahmen für politisches Handeln zu begreifen, sondern Inhalt und Grenzen der Verfassung schon bei der Bestimmung der Spielräume für das politische Handeln ernst zu nehmen. Und insoweit besteht der Erfolg des Staatsgerichtshofs nicht darin, möglichst viele Gesetze, Entscheidungen oder staatliche Handlungen für verfassungswidrig zu erklären, sondern vielmehr sorgen seine Existenz und seine Möglichkeiten zur Korrektur dafür, dass die staatliche Ordnung in Hessen nach den Vorgaben der hessischen Verfassung funktioniert. Im Übrigen eine Funktionsfähigkeit, die eines voraussetzt und ganz besonders voraussetzt. Und das ist das, was ich vorhin als Überschrift bezeichnet habe, das ist der wertschätzende Umgang der Verfassungsorgane. Herrschaft des Rechtes, Unabhängigkeit der Justiz, gerichtliche Kontrolle staatlichen Handelns, eine Kontrolle, der selbst der Gesetzgeber unterworfen ist, das sind Errungenschaften. Das sind Errungenschaften, die unser Verfassungssystem in einer ganz besonderen Art und Weise stabilisieren. Aber sie sind noch viel mehr. Sie sind unverzichtbar, weil sie ein echter Wesenskern sind, nämlich der Wesenskern dieses freiheitlichen Rechtsstaates. Und wenn ich von der Herrschaft des Rechtes spreche, dann, weil Recht eine Errungenschaft ist. Aber Recht ist noch viel mehr. Recht ist eine kulturelle Leistung, weil dieses Recht Sicherheit gibt, und zwar bis ins Private hinein. Es lässt Menschen eben nicht zu ohnmächtigen Objekten werden, und es schützt sie auch vor Willkür. Und das gilt natürlich für verfassungsrechtliche Bestimmungen in einem ganz besonderen Maße. Und dazu kommt noch etwas. Und ich sage das deswegen aus dem heutigen Anlass heraus, weil es allzu häufig unterschätzt wird. Es gibt natürlich Rechtskulturen im Bundesstaat. Und damit meine ich
nicht eine Art Sammelsurium landesspezifischer Regeln, landesspezifischer Regularien oder landesspezifischer Regelungen, sondern Rechtskulturen im Bundesstaat meint etwas ganz anderes. Rechtskulturen im Bundesstaat meint, dass die Länder die ältesten staatsrechtlichen Einheiten Deutschlands sind. Sie waren vor der Bundesrepublik Deutschland da. Und vor diesem Hintergrund wird die Landesverfassungsgerichtsbarkeit natürlich zum eigentlichen Zentralpunkt der Rechtskultur im Bundesstaat. Und verzeihen Sie mir den Hinweis, ich muss es sagen, ist es schon gewesen, als an ein Bundesverfassungsgericht noch nicht zu denken war. Sie ist insoweit ein Wesenselement des Föderalismus, und zwar des Föderalismus, dessen Wirksamkeit uns möglich gemacht hat, 70 Jahre zu leben, mehr als 70 Jahre zu leben in Demokratie, Freiheit, Rechtssicherheit und sozialer Sicherheit. Wir sind die einzige Generation, die dieses Glück erlebt hat. Und diese Wirksamkeit wiederum hat sehr viel zu tun mit einem, und jetzt komme ich darauf zurück, wertschätzenden Umgang der Verfassungsorgane. Meine Damen und Herren, insoweit appelliere ich an uns alle, lassen Sie uns daran arbeiten, dass das auch so bleibt. Der wertschätzende Umgang der Verfassungsorgane, lassen Sie uns weiterhin intensiv, aber vor allem auch aktiv für das Funktionieren unseres besonderen Verhältnisses zueinander sorgen, und zwar in einem wertschätzenden Umgang miteinander. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und wir kommen jetzt zu den Regularien. Deswegen darf ich Ihnen jetzt vorschlagen, dass entsprechend der Tagesordnung im Anschluss die unter Top 6 vorzuhebenden Vereidigungen bzw. die Hinweise auf die bereits geleisteten Eide der nichtrichterlichen Mitglieder durch den Präsidenten des Staatsgerichtshofs durchgeführt werden. Und auch den Vorschlag möchte ich Ihnen gerne unterbreiten, geschäftsleitend jedenfalls unterbreiten. Die Glückwünsche können dann hinterher erfolgen. Und insoweit würde ich dann jetzt zu Ihnen kommen und die entsprechenden Vereidigungen vornehmen. Herr Prof. Poseck, darf ich Sie bitten, zu mir zu kommen? Herr Prof. Poseck, nachdem der Hessische Landtag Sie zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen wiedergewählt hat, wird die Vereidigung durch den Hinweis ersetzt, dass für Sie der früher geleistete Eid auch für die neue Amtszeit bindend ist. Und insoweit bleibt mir, Sie zu beglückwünschen zu Ihrer Wahl und Ihnen alles Gute für die verantwortungsvolle Aufgabe zu wünschen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, danke. So. Verehrte Frau Vizepräsidentin, darf ich Sie bitten, zu mir zu kommen. Verehrte Frau Prof. Saxowski, nachdem der Hessische Landtag Sie zur Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen wiedergewählt hat, wird die Vereidigung auch hier durch den Hinweis ersetzt, dass für Sie der früher geleistete Eid auch für die neue Amtszeit bindend ist. Und insoweit herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl und alles Gute für die verantwortungsvolle Aufgabe. Herzlichen Vielen Dank. Frau Landesanwältin, darf ich Sie zu mir bitten? Frau Professor Böhm, nachdem heute Morgen, jetzt kommt ein bisschen anderer Text glücklicherweise, sonst wäre es ja fast langweilig geworden, nachdem heute Morgen Sie, Frau Prof. Böhm, durch den Wahlausschuss zur Landesanwältin wiedergewählt wurden, wird nach § 9 Absatz 3 des Staatsgerichtshofsgesetzes die Vereidigung auch hier durch den Hinweis ersetzt, dass Sie der früher geleistete Eid als Landesanwältin auch für die neue Amtszeit bindet. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Wahl und wünsche alles Gute. Und damit darf ich die stellvertretende Landesanwältin Frau Luizidis zu mir bitten. Verehrte Frau Luizidis, nachdem heute Morgen Sie ebenfalls durch den Wahlausschuss zur stellvertretenden Landesanwältin wiedergewählt wurden, wird nach § 9 Absatz 3 des Staatsgerichtshofsgesetzes die Vereidigung auch hier durch den Hinweis ersetzt, dass Sie der früher geleistete Eid als stellvertretende Landesanwältin auch für die neue Amtszeit bindet. Ich sage herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die verantwortungsvolle Aufgabe. Alles Gute für Sie.
darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen und rufe nun, aber gleich wieder aufzustehen wahrscheinlich, und rufe nun, Sie können auch stehen bleiben, in der Tat. Rufe nun, nein, das glaube ich nicht. Rufe nun Tagesordnungspunkt 6 auf. Das ist die Vereidigung der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Staatsgerichtshofs bzw. bei Wiederwahl Hinweis auf den bereits geleisteten Eid. Und darf Ihnen, Herr Präsident des Staatsgerichtshofs, lieber Herr Prof. Poseck, das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst danke ich Ihnen ganz herzlich für die vorgenommenen Vereidigungen und darf den Ball gerne aufgreifen und meinerseits vier weitere Mitglieder des Staatsgerichtshofes hier vor Ihnen vereidigen. Ich bitte als Erstes Herrn Dr. Falk zu mir. Herr Dr. Falk ist als nichtrichterliches Mitglied wiedergewählt worden. Er ist bereits vereidigt. Der erste Eid wurde am 11. September 2002 geleistet, und dieser Eid gilt auch für die weitere Tätigkeit. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, auf gute Zusammenarbeit. Ich darf als Nächstes Herrn Prof. Dr. Detterbeck zu mir bitten. Auch Herr Prof. Detterbeck war bereits nichtrichterliches Mitglied des Staatsgerichtshofs, ist wiedergewählt worden. Die erste Vereidigung fand statt am 12. Mai 2004, und der damals geleistete Eid bindet Sie auch für Ihre weitere Tätigkeit. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und auf gute Zusammenarbeit. Ich darf nun Herrn Böhme zu mir bitten. Herr Böhme war bereits stellvertretendes nichtrichterliches Mitglied des Staatsgerichtshofs und ist nun zum nichtrichterlichen Mitglied gewählt worden. Er ist auch bereits vereidigt worden, und zwar am 23. Januar 2008 erstmals. Und dieser Eid gilt auch für Ihre weitere Tätigkeit im Staatsgerichtshof. Ich gratuliere Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich darf nun Herrn Fachinger zu mir bitten. Herr Fachinger ist gestern erstmals gewählt worden, noch nicht vereidigt worden. Deshalb ist hier die Eidesformel zu leisten. Der Eid lautet nach dem Staatsgerichtshofgesetz: Ich schwöre, dass ich gerecht richten und die Verfassung getreulich wahren will. Und dieser Formel kann eine religiöse Beteuerung beigefügt werden. Ich spreche den Eid vor und bitte Sie, die Eidesformel nachzusprechen. Ich schwöre, dass ich gerecht richten, dass ich gerecht richten und die Verfassung getreulich wahren will. Und die Verfassung getreulich wahren will, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, vielen auf Dank. Gute Zusammenarbeit. Herr Poseck, ich darf Ihnen nun das Wort erteilen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst danke ich Ihnen ganz herzlich für das Vertrauen, das Sie mit Ihrer Wahlentscheidung allen Mitgliedern des Staatsgerichtshofs und auch meiner Person entgegengebracht haben. Ich bin sicher, dass auch der neu gewählte Staatsgerichtshof alles daran setzen wird, diesem Vertrauen gerecht zu werden und seine Aufgabe als Hüter der Hessischen Verfassung mit Ernsthaftigkeit, Integrität, Unbefangenheit und Augenmaß auszufüllen. Es ist das Ergebnis demokratischer Prozesse, und es liegt in der Natur der Sache, dass Wahlen durch den Hessischen Landtag auch zu personellen Veränderungen im Hessischen Staatsgerichtshof führen. Eine Konstante aber bleibt. Das ist die Hessische Verfassung. Sie war, ist und bleibt Maßstab und Bindeglied für das Handeln des Staatsgerichtshofs, egal wer in unserem Verfassungsgericht Recht spricht. Die Verfassung getreulich zu wahren, wie wir es gerade vor Ihnen geschworen oder bekräftigt haben, setzt voraus,
den Markenkern der Hessischen Verfassung zu achten und auch ganz persönlich für ihn einzutreten. Ich will 5 Punkte ganz kurz herausheben, die aus meiner Sicht zu diesem unverrückbaren Markenkern gehören. Erstens. Die Hessische Verfassung ist ein glasklarer Gegenentwurf zu den Schrecken der NS-Herrschaft. Sie setzt auf eine wehrhafte Demokratie, die dem nie wieder verpflichtet ist. Unsere Verfassung widerspricht damit auch allen Versuchen, die Nazizeit zu relativieren und die Erinnerungskultur zu beschädigen. Zweitens. Die Hessische Verfassung hebt die Würde aller Menschen hervor. In Artikel 3 heißt es, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar. Diese Würde haben alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder religiösen Überzeugung. Die meisten Grundrechte der Hessischen Verfassung stehen eben nicht nur Deutschen, sondern allen Menschen zu. Rassismus und Ausgrenzung sind damit nicht nur Angriffe auf Menschen, sondern auch auf die Hessische Verfassung. Die Hessische Verfassung begründet einen liberalen Rechtsstaat, in dem die Freiheit der Menschen im Mittelpunkt steht. Damit trifft unsere Verfassung auch eine klare Aussage für Vielfalt und für Toleranz. In Artikel 2 heißt es, der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. Viertens. Die Hessische Verfassung gewährleistet ein System der Gewaltenteilung mit demokratischen Prozessen, in dem die Staatsgewalt nach Artikel 70 unveräußerlich beim Volke liegt. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, vertreten hier unmittelbar die Wählerinnen und Wähler, und zwar in der ganzen Bandbreite unterschiedlicher Auffassungen und Überzeugungen. Daher kann auch kein Teil eines Parlaments einen Alleinvertretungsanspruch für den Willen der Bevölkerung für sich in Anspruch nehmen. Genauso wenig entbindet die Bezugnahme auf diesen Willen von der Beachtung der Verfassung und des geltenden Rechts. Fünftens. Hessen bekennt sich zu einem geeinten Europa, heißt es in dem neu gefassten Artikel 64, der bei der Volksabstimmung die breite Zustimmung von mehr als 82% erfahren hat. Diese europafreundliche Positionsbestimmung hebt sich wohltuend vom Brexit-Chaos dieser Tage ab. Unsere Hessische Verfassung ist kein Angebot, aus dem man à la carte auswählen kann oder das nur für einzelne Gruppen gilt. Sie ist als Ganzes und für alle verbindlich. Das gilt für die 5 herausgehobenen Punkte wie für viele andere. Die Hessische Verfassung regelt die Grundlagen des Zusammenlebens aller Menschen in unserem Bundesland. Und vielleicht gelingt es auch allen drei Staatsgewalten gemeinsam, die Hessische Verfassung noch stärker als verbindendes Element und als Identifikationspunkt zur Geltung zu bringen. Auch ich möchte den beiden ausscheidenden langjährigen Mitgliedern des Staatsgerichtshofs, Herrn Paul Leo Gianni und Herrn Rupert von Plotnitz, ganz herzlich danken. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war eine große Freude und eine große Bereicherung. Ihre reichhaltige Berufs- und Lebenserfahrung, Ihre verfassungsrechtliche Kompetenz, Ihren Scharfsinn und Ihren feinen Humor werden wir sehr vermissen. Sie sind beide überzeugende und überzeugte Vertreter eines liberalen Rechtsstaats, ganz im Sinne der Hessischen Verfassung.
Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit dem gesamten Staatsgerichtshof, ganz besonders mit Frau Prof. Ute Saksowski als Vizepräsidentin. Die kollegiale, vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit der letzten Jahre macht mich optimistisch, dass es uns gemeinsam gelingen wird, alle Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Zum Schluss. Als erste Gewalt im Staate sind Sie die wichtigste Staatsgewalt mit der größten Gestaltungsmacht. Daher wünsche ich Ihnen ganz besonders für alle Aufgaben, die vor Ihnen liegen, alles Gute, viel Erfolg und eine glückliche Hand. Ich kann dem Präsidenten Ihres Hauses den wertschätzenden Umgang auch in Zukunft versichern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass wir heute in Ihrer Mitte sein durften. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich will mich ausdrücklich bedanken für Ihre beeindruckenden Worte und möchte Sie bitten, bevor die allgemeinen Gratulationen erfolgen, Ihnen noch im Namen des ganzen Hauses, dem gesamten Gremium, herzliche Glückwünsche aussprechen zu dürfen. Ich darf Ihnen jetzt noch den beiden Ausscheidenden ein Geschenk des Hessischen Landtages und natürlich der Präsidentin und der Vizepräsidentin, dem Präsidenten der Landesanwältin, der stellvertretenden Landesanwältin noch einen Blumenstrauß überreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf den wertschätzenden Umgang miteinander in der Tat. Alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich habe ja großes Verständnis für die Freude, die alle Ihnen innewohnt, und für die Gratulationen, die ausgesprochen werden müssen. Aber wir haben natürlich noch ein straffes Programm vor uns, und insoweit sollten wir schauen, dass wir so demnächst wieder weitermachen und in die Tagesordnung wieder eintreten können. Aber ich finde, Sie müssen sich schon ordentlich miteinander noch beglückwünschen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber ich wollte nur den bescheidenen, demütigen Hinweis geben, dass wir irgendwann weitermachen müssten. Ja, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Alles Gute für Sie. Viel Erfolg bei der Tätigkeit. Und insoweit würde ich vorschlagen, dass wir dann wieder eintreten in unsere Tagesordnung eintreten.